Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, The Complete Journey. Bei mir ist immer noch dabei der Steel. Hi. Und ja, wir spielen jetzt weiter. Und wir waren zuletzt stehen geblieben hier, nachdem wir Ghoul geweckt haben. Kontaktiere Cletus. Okay. Kontaktiere. Okay, egal, ob ich sie angucke oder sie will, dass ich Cletus kontaktiere. Hey, Gizmo. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen. Das kennen wir schon. Kann ich den nochmal hier aufknacken? Ja, was bringt mir nichts. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Ofos, tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da die. Ich empfehle also. Doch kein Not. Aus deinem. Okay. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber. Nein! Menno. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Kann ich eigentlich den Hebel bewegen? Hey! Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz! Aber. Nein! Dann halt nicht. Na, endlich ist diese blöde Meldung weg hier. Solltet jetzt der Cletus kontaktieren, zweifel ich ja. Richtig, richtig. Ich glaube, dafür muss ich erstmal ins Rathaus. So, gehen wir mal in den Sitzungssaal. Herr Bürgermeister Lotek schläft. Ich habe eine Uhr, die den anscheinend klauen kannst. Er ist und bleibt ein Penner. Und da liegt. Es liegt ist Zeit für ein Lichter? Weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Was hast du jetzt gesagt? Das ist aber kein Trichter, der da bei dem Bürgermeister liegt, ne? Trichter? Nein. Ist irgendwas anderes. Naja. Achso, doch, doch, da, doch, jetzt sehe ich es auch gesehen. Du meinst den, ja, doch, doch, das ist ein Trichter. Ein prima Andenken daran, wie ich Goal wach geküsst habe. Welche Rolle spielte dabei noch gleich der Trichter? Hm, keine Ahnung. Oh, warum sagt mir Skype immer Probleme mit der Internetverbindung? Keine Ahnung. So. Wir haben eine Uhr. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? Na dann, ab in die Poststelle. Na Mann, ich würde gerne die vierten Teil spielen, aber dafür muss ich 2 und 3 noch durchspielen.
und es besitzen. Klappe. Ach ja, dir das. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Arme Mietis. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Hier geht's zum Horchposten, okay. Aber erstmal reden wir. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Okay. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Ja, klar. Die Ärmste, ich will gar nicht wissen, wie die sich darüber gefreut hat. Aber mal ernsthaft, Kalenderwoche 63? Andere Kalender, würde ich sagen. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Aber unter geht noch das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Puh. Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind.
Und das passiert so gut wie nie. Ja, das habe ich inzwischen verstanden. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Das ist doch lustig. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Alter, diese verfickten Zungenbrecher, ey. Ich will gar nicht wissen, ja, wie die sich geärgert haben beim Einsprechen dieser Sätze. Okay. Das kann dir Pogi vielleicht beantworten. Ah ja, das wird vielleicht Pucki gleich sagen. Oh je, ich glaube, ich fürchte, für die nächsten zwei Screens wird ein großes Game Design technisches Entschuldigung fällig. Ihr seid ja jetzt gerade erst reingestolpert und kennt natürlich das ganze Unglück bislang nur aus Kongs Let's Play oder eben aus der legal erworbenen Version, die eben nicht als Trilogie-Edition rausgekommen ist. Ihr habt euch ja natürlich ganz brav und gutbürgerlich, wie ihr seid, die Trilogie nochmal gekauft, obwohl ihr die ersten drei Spiele schon legal stehen. Ja, natürlich. Ja, das ist bei mir sogar der Fall. Ja, alle, auf die das zutrifft, da kommt das, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen spät. Für die anderen kommt es ein bisschen früh, denn hier sind wirklich die unerhörteste, heftigste Denkleistung gefordert, die ich, glaube ich, jemals in einem Spiel verpackt habe. Das ist ein Kombinationsrätsel, das sich über zwei Screens erstreckt, wo man sich quasi auch noch die Aufgabenstellung ganz lose aus einem Dialog herleiten muss, ohne dass man das Objekt, das man braucht, um dieses Problem zu lösen, überhaupt sieht, muss man halt über 10 bis 20, vielleicht sogar 30 Ecken denken. Bei diesen Ecken sind auch ein paar sehr absurde mit dabei. Wenn man im Kopf die Rätselkette vorzeichnen will, was muss ich eigentlich hier tun, um weiterzukommen? Das ist sehr gehässig. Nichtsdestotrotz mag ich diese Rätselkette sehr gerne, denn es werden niedliche Kätzchen unter Drogen gesetzt und es wird das Erdmagnetfeld manipuliert und es kommt Knickerfolie zum Einsatz. Und am Schluss steht dann auch noch ein richtig gutes, kleines Out-of-the-Box-Rätsel, das nicht besonders schwierig ist, aber eben schön Out-of-the-Box, weil man tatsächlich das Rätsel ohne die herkömmlichen Adventure-Mechaniken lösen muss. Das ist, sondern ein bisschen darüber hinaus denken. Ich spiele hier auf diese Nummern, auf diesen Postbriefeingängen da links im Bild, in der linken Bildmitte an, die es schon kennen. Wenn ihr von selbst drauf gekommen seid, Respekt. Ja, es ist nicht so sonderlich kompliziert, wie Fuggis beschreibt eigentlich. So, okay. Also hier hinten darf ich... Ach, schade, dass er nichts zu diesem Satz gesagt hat. Ja. Aber ich glaube, eventuell hat das bei Rehawk LP gemacht. Als Gaskombi. So, hier sind Eulen. Er sieht ziemlich relaxed aus. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Kletus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Kletus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ein Arschloch. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Kletus oder so. Kletus? Der Funkspruch. Ich muss dringend. Keine. Die Funkstelle sollte sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito?
Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Ah ja. Von wo aus? Na gut, wieso leiden? Na gut, so und... Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Vielleicht von der Ruhe? Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ja. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ach, herrlich. Ich verstehe nicht mal so richtig, wozu der Typ da ist. Patchschrank. So, hier haben wir ein Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. So. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. So, mal gucken. Also, ich glaube, ich will, dass die kleine Taube die großen Gewichte trägt. Brrr. Brrr. Also, dieses Rätsel habe ich nicht kapiert. Weg. Ich weiß nicht, wie das läuft hier. Ich frage mich, wie ich das überhaupt damals gelöst habe. Wahrscheinlich hast du mir gesagt, wo ich hinklicken muss. Brrr.
ein zu viel. Du scheinst es auch gerade nicht auswendig zu kennen. Ja, auswendig sowieso nicht. Ich muss, glaube ich, so jetzt, wie ich es jetzt mache. Im Moment so. Dann. Komm, Knopf, so. Jetzt den. So, den. Versuchst du rechts das leer zu kriegen, oder was? Also ich versuche in der Mitte nur einen einzigen zu haben. Okay. Wie Sie sehen, könnte das noch ein bisschen dauern. Hier Pucki im Kasten. Aha, wenn euch die Stimme, wie mir auch, des Telefonisten von Kuwak bekannt vorkommt, dann liegt das entweder daran, dass ihr zu viel Fernsehen guckt und insbesondere ein Ohr in die Waagschale legt, wenn während des Werbeblocks mal wieder eine Upias-Werbung läuft. My Little Farmies! Oh, die kleinen Kuschelhasen sind wieder ganz traurig. Helf ihnen! Das ist nämlich der Alex Grimm, der das macht, der allerdings vielleicht euch sogar noch besser bekannt ist für seine Rolle als Harvey in Edna bricht aus oder Harveys neue Augen. Ja, es ist tatsächlich derselbe und er spricht hier mal wieder den Telefonisten. Eine Rolle, die ich ihm auf den Leib geschrieben habe. Er ist ja ein guter alter Schulkollege von mir tatsächlich. Beziehungsweise eigentlich war er Klassenkamerad von meinem Bruder sogar. Das wissen ja die wenigsten. Das ist ja total private Info, die ihr eigentlich gar nicht haben sollt. Auf der rechten Seite sehen wir Posttauben, die sich ja bekanntermaßen am Erdmagnetfeld orientieren.
Und das steht auch in Verbindung mit einem kleinen Rätsel, das ich hier eingefügt habe, das ihr möglicherweise noch gar nicht gelöst habt. Ich habe eben im letzten Raum schon ein bisschen Andeutungen fallen lassen. Es handelt sich in diesem Fall tatsächlich wieder ein Rätsel, das ihr in einem extra Screen, in einem quasi also ein Close-Up-Rätsel oder auch gerne genannt Minigame-Screen lösen könnt. Und dazu fällt mir noch ein, dass ich, als ich das Spiel designt habe, mir tatsächlich die einzelnen Felder und Dinge mit Stift auf Papier gemalt habe und dann mit Münzen das Ganze halt hin und her geschoben habe. Das habe ich tatsächlich ganz klassisch mit Münzen auf Papier designt, bis es dann total gut funktioniert hat. Und schließlich, nachdem wir es dann gebaut haben, Jahre später, ich war felsenfest überzeugt, dass das total deppensicher ist, das Spiel, und dass man das nicht kaputt kriegt, da haben wir dann festgestellt, dass es doch eine Möglichkeit gibt oder mehrere Möglichkeiten gibt, was eigentlich nicht passieren sollte, eine Spalte leer zu bekommen und eine weitere mit 4 Münzen auf dem Papier eben zu füllen. Das ist ziemlich peinlich. Das ist uns ganz spät erst aufgefallen. Und da das Minigame schon fertig designt war, ist das auch im Spiel noch möglich. Man kann es ja trotzdem noch schaffen, aber die Anzeige reicht dafür gar nicht mehr aus bei dem Spiel. Ganz schön peinlich. Aua, aua, aua. Eine Seite leer. Moment, jetzt, wenn ich jetzt hier das mache. Ja. Aber du hast vorhin auch auf der linken Seite schon mal leer bekommen. Ich die Kritze, das ist ja heftig. Warum ich? Als ich mit der Maske aufhatte, wusstest du noch, wie es ging. Glaube ich jedenfalls. Ich erinnere mich gerade, dass es gedauert hat. Gestern war ich auch fitter, fällt mir so auf. Naja. Geht doch. Okay. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was.